Ich glaube, das kommt darauf an, von wem es kommt. Weiß ich, dass das vielleicht Freunde aus meinem Umfeld sind, kann ich überlegen, ob ich reagiere und die auch anspreche. Also ich würde nie ein generelles Nicht-Reagieren sagen, weil manchmal löst es sich auch viel schneller auf, wenn ich reagiere und hier vielleicht auch nochmal deutlich mache, was es mit mir macht. Wenn es völlig fremde Leute sind, wo ich nicht weiß, was das jetzt nochmal auslösen würde, wenn ich reagiere, weil für viele ist es nochmal so ein Anstacheln auch weiterzumachen, aha, da treffe ich jemanden und die ist jetzt verletzt und dann mache ich weiter, dann bietet es sich eher an, nicht zu reagieren. Eine bedeutende Rolle, was ich hier Eltern auch immer rate, es geht hier vor allem darum, mit ihren Kindern im Gespräch zu bleiben. Das heißt, wenn solche Vorfälle sind, auch mal gemeinsam zu überlegen, was macht es mit dir, je nachdem, welche Rolle mein Kind auch hat, es ist eher auf der Täterseite, dann auch zu sensibilisieren dafür, was bei den anderen vielleicht vorgeht, wie es denen gerade geht und sie auch anzuhalten, die eigenen Kinder auch anzuhalten. Man kann sich auch für etwas, was man getan hat und vielleicht jetzt bereut, entschuldigen. Also Eltern haben hier eine Vorbildfunktion und Eltern sollten hier auch, wenn sie vielleicht selbst, wenn es neue Phänomene sind, keine Lösungen haben, im Gespräch bleiben und miteinander entwickeln, mit ihren Kindern auch Lösungen entwickeln. Das ist altersabhängig. Bei jüngeren Kindern ist es auf jeden Fall ratsam, Filter einzusetzen, auch zu kontrollieren und sehr genau zu gucken, wo bewegen sich meine Kinder. Wenn wir uns jetzt anschauen, YouNow als neue Seite, diese Phänomene, die wir bei YouNow erleben, ist ja das große Problem, dass die Jugendlichen oder die Kinder häufig 10-Jährige und unter 10-Jährige sind, die aus dem Kinderzimmer senden. Das ist natürlich, finde ich, ein riesiges Problem, weil das hier so gnadenlos zurückschlagen kann, weil hier Tore geöffnet werden für Trolle, die beschimpfen, beleidigen, aber auch für Pädophile. Und das heißt, wenn hier Eltern genau hingucken, dass mein Kind in so eine Plattform gar nicht geht, kann ich hier relativ früh Schranken setzen. Bei älteren Jugendlichen gehe ich eher in den Dialog und wir entwickeln gemeinsam. Weil da wissen wir auch alle, Strafen oder das, dass ich etwas verbiete, hat nicht unbedingt den Sinn, den ich auch tatsächlich erreichen möchte, weil man findet dann doch wieder Wege. Hier muss über eine Einsicht gearbeitet werden. Weil aus unserer Perspektive das gerade die Bereiche sind, die uns in der Pädagogik am meisten beschäftigen. Das eine ist tatsächlich verletzendes Online-Verhalten, also alles rund um Cybermobbing. Privatsphäre ist eines der ganz großen Themen, weil wir hier vor allem auch nochmal feststellen, dass das sehr diffus ist. Was heißt es eigentlich Privatsphäre? Und was ist der Wert auch von Privatem? Was würde es bedeuten, wenn wir das aufgeben würden, privat sein zu können? Und das merken wir an den Reaktionen der Jugendlichen, dass das noch nicht so ganz überschaut wird, was es eigentlich bedeuten würde, wenn wir es aufgeben und was wir verlieren würden. Und was es auch langfristig an Folgen für uns hat. Frauen- und Männerbilder beschäftigt uns schon sehr lange, auch in den traditionellen Medien. Und das ist ja auch das, was vor allem im Zusammenhang mit Pubertät und Identitätsentwicklung uns prägt in unserer Geschlechterentwicklung. Und hier gilt es auch vor allem nochmal, die Grenzen nicht zu eng zu setzen, sondern hier auch nochmal deutlich zu machen, dass wir, egal ob als Frauen oder als Männer, uns nicht an dem orientieren müssen, was hier vorgegeben wird, sondern das, was uns gut tut, was für uns ein gutes Leben auch ausmacht. Und dazu gehört auch zu meiner Homosexualität vielleicht zu stehen, wenn ich homosexuell bin, und hier dann auch nochmal Jugendliche zu sensibilisieren. Also wir haben es ja generell entwickelt für Schule und außerschulische Jugendarbeit. Es ist aus meiner Perspektive in allen Fächern eigentlich einzusetzen, die so auch sich mit diesen Themen beschäftigen. Also nicht nur in der Religion oder in der Ethik. Im Deutschunterricht, finde ich, kann man sehr viel auch damit machen. Wir haben verschiedene Anknüpfungspunkte. Das, was ja dahinter steht, ist eigentlich soziales Lernen und auch emotionale Kompetenzen aufzubauen. Und die brauchen wir in allen Lebensbereichen. Und deshalb ist es auch überall anknüpfbar.
Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir vor allem auch in Bildungsinstitutionen nicht nur auf Wissens- und Informationsvermittlung setzen, sondern dass wir auch ein großes Augenmerk darauf haben, vor allem die sozialen Kompetenzen zu fördern und hier auch Settings anzubieten, wo tatsächlich soziale und emotionale Kompetenzen sich entwickeln können. Das ist das, was wir gerade im Zusammenhang mit dem Internet ganz besonders benötigen und wo vor allem viele Kinder und Jugendliche die Möglichkeit nicht haben, das zu Hause zu erlernen, weil sie hier vielleicht auch die entsprechenden Ansprechpartner nicht haben.